Hallo und herzlich willkommen zu dieser Special-Ausgabe unseres wunderschönen Waterfall Rising Podcasts. Rico und ich haben uns heute hier zusammengefunden, um ein bisschen über den ESC zu reden, über den ESC 2018, einer unserer Lieblingsveranstaltungen jedes Jahr. Es war eine sehr schöne Woche, wie ich fand. Und Rico ist auch dabei. Hallo Rico. Hallo Mollen. Bonjour. Wie der ESC-Zuschauer zu sagen pflegt. Auf jeden Fall. Ja, weil wir ja alle Französisch reden, wie jeder weiß. Good morning, Australia. Ja, der ESC 2018 ist leider schon vorbei. Ging schnell diesmal, fand ich. Zu schnell. Ja, fand ich auch. Fühlst du auch? Aber das heißt auch, dass es gut war. Das heißt auch, dass es gut war, ja. Aber fühlst du auch direkt diese... Ich habe mich wirklich gestern Abend, als ich dann nochmal... Ich bin dann nochmal rausgegangen. Ich habe mich so leer gefühlt. Läufst du so lange und denkst du so, was mache ich jetzt mit meinem Leben? So eine aufregende Woche ist vorbei und dann ist wieder... Ach, jetzt ist nur noch langweilig. Jetzt passiert nichts mehr, ne? Ja gut, für uns passiert noch was. Ich denke mal, das wird nicht so ganz langweilig. Okay, das schätze ich auch. Also ich fand den ESC sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Fand ich auch. Wir können ja vielleicht gleich mal auf die gesamte Show eingehen, wie uns das gefallen hat, weil... Ich dachte, wir gehen von Show zu Show. Wie du möchtest, mir ist es egal. Du bist heute der ich würde so von Show zu Show gehen eigentlich. Na, dann mach Show zu Show. Okay, aber ich glaube, vorher können wir mal ganz kurz darüber reden, wie wir uns beide darauf vorbereitet haben, auf diesen Contest. Das ist nämlich, wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sag ich mal. Gar nicht. Er nämlich gar nicht. Und ich habe alles aufgesorgt, was irgendwie ging. Also wirklich. Also was wir zum ESC schicken, das habe ich mir durchgehend angehört und bewertet, meiner Meinung nach. Aber ich höre mir vor den Halbfinals keine Songs an, ich gucke mir keine Sachen auf dem ESC-Kanal an, ich mache da gar nichts zu, weil ich meinen ersten Eindruck, den ich in den Halbfinals komme, behalten möchte und nicht vorher schon zum Beispiel die ganzen Studioaufnahmen hören möchte und ich dann denke, ja, auf der Bühne ist der Ton nicht ganz getroffen und es klingt nicht so toll wie in Studioaufnahme und das will ich mir halt alles weghalten. Weil es ist halt einfach so. Also, ja, es also find ich klingt gar nicht, anders. Es hat sich bei mir nichts geändert, was Vormeinung und Nachmeinung angeht. Aber es ist faktisch so. Es klingt auf der Bühne anders als... Außer, dass sich ein Land gesteigert hat, deutlich. Es ist ja trotzdem... Finde ich nicht mal. Also finde ich wirklich nicht. Habe ich... Aber gut. Hatte ich aber halt immer das Gefühl, dass wenn ich mir dann im Nachhinein die Sachen... es war halt immer so, ich habe mir kurz nach dem Contest immer die Live-Aufnahmen angehört, vom Contest selber, sehr oft. Und dann etwas später habe ich mir das auf Spotify oder so in meine Playlist geladen. Und das da hat man schon gemerkt, dass es anders klang. Und bei manchen Sachen in den letzten Jahren habe ich mir halt gedacht, ne, das klang live besser als jetzt, wenn ich mir das hier auf Spotify anhöre. Und das will ich halt schon im Vorhinein weghaben. Also, weil ich natürlich auch nicht will. Wie gesagt, mein erster Eindruck aus den Halbfinals, der soll halt bleiben und der soll das bestimmen, ob ich was gut finde oder nicht. Und nicht schon 3 Monate vorher, wenn ich alles gehört habe. Das könnte ich alles gar nicht. Ich könnte mich nicht genug zusammenreißen, wenn das nicht alles direkt in mich aufzusaugen, was irgendwie geht. Also dafür ist mir der ESC zu wichtig tatsächlich. Das ist genauso, als wenn ich sagen würde, ja, ich ist mein Lieblingsfußballverein, aber ich beschäftige mich vor den Spielen nicht damit, weil ich wäre auf. Also das könnte ich einfach nicht. Ich habe wirklich alles aufgesaugt. Ich habe mir die Songs alle vorher angehört, ich habe mir tatsächlich auch ein paar, wie heißt denn die, Nationalentscheide? Vorentscheide angeguckt. Und habe auch ansonsten alle Rehearsals und so gebannt mitverfolgt. Auch in sämtlichen Foren unterwegs gewesen. Die Wetten und so weiter, alles mitverfolgt. Also ich war da voll dabei. Aber zum Beispiel auch schon diese 40 Sekunden Rehearsal, wo ich den Auftritt schon sehe, ist mir schon zu viel. Das will ich ja in der Show sehen. Ja, aber die ändern doch noch voll auf was von den Rehearsals. Ja.
Gut. Zum Beispiel unser Sieger hat auch was verändert. Die hatte nämlich im ersten Rehearsal noch ihren Looper dabei. Und hat ihn auch benutzt. Den hat sie danach nicht mehr benutzt, weil sie gemerkt hat, ist scheiße. Also ich habe ja völlig neue Sichten. Ich hab's schon mal zu Christoph gesagt, ich werde da ja nächstes Jahr sowieso etwas schwieriger dran vorbeikommen, dass ich nichts mehr davon im Vorhinein höre. Deswegen habe ich gesagt, ich werde es mal nächstes Jahr ausprobieren, das so zu machen wie du. Können wir zusammen Vorentscheide gucken. Weißt du, wie lustig das ist? Das macht voll Spaß. Ob das mir besser gefällt oder nicht. Wenn nicht, musst du das auch mal ein Jahr so wie ich ausprobieren. Das hatte ich doch schon 2016. Und ich fand, dann habe ich 2017 anders gemacht und dann fand ich 2017 besser. Also habe ich jetzt daran gehalten. Na egal, dann kommen wir mal zur ersten Show, die da war. Und zwar das erste Halbfinale am Dienstag. Wo wir auch schon wieder zwei unterschiedliche Meinungen haben. Was meiner Meinung nach das deutlich stärkere Halbfinale war. Und deiner Meinung nach nicht. Warum? Ja. Weiß nicht. Wie kommst du zu dieser alleinstehenden Meinung? Ich hab's auch schon am Donnerstag gesagt, als wir uns das zweite Halbfinale angeguckt haben. Entweder liegt's an meiner Tagesverfassung, dass ich das zweite Halbfinale besser fand als das erste, oder es ist halt wirklich so gewesen, von meinem Empfinden. Ich fand halt einfach mehr Songs im zweiten Halbfinale besser als im ersten. Im ersten war so ein bisschen schleppend teilweise und was mir im zweiten Halbfinale nicht so vorkam. Das okay. War halt so. Aber sonst jetzt großartig, mache ich jetzt auch nicht so den großen Unterschied, aber wie gesagt, mir hat das zweite besser gefallen. Können wir später im großen Finale darüber sprechen, wo du deine Platzierung gesetzt hast. Von den Halbfinals oder was? Oder? Nee, wo du im großen Finale, weil das kann man ja auch ein bisschen sehen, was du so im großen Finale am besten fandest. Wo das denn herkam, aus welchem Halbfinale? Ich habe ja in den zwei Halbfinals hier so diese Punktekarte von NDR genommen. Hast du nicht mal eine Top 10 gemacht im großen Finale? Im Finale habe ich gar nichts gemacht, weil ich mich in der Show entschieden habe, mich darauf zu konzentrieren. Also auf die Show. Und nicht noch irgendwie. Top 10 Karte kannst du ja während den, weil die Intervall-Acts ja so toll waren, ne? Ja, da sagt er nichts mehr. Also ich fand das, vor dem ersten Halbfinale war ja auch so ein bisschen schon angesagt, okay, erstes Halbfinale ist mega das Favoritensterben. Das war es tatsächlich im Endeffekt auch. Weil da auch ein paar Überraschungen dabei waren. Aber wir können ja mal durchgehen, welche Länder im ersten Halbfinale dabei waren. Nämlich Aserbaidschan, Island, Albanien, Belgien, Tschechien, Litauen, Israel, Weißrussland, Estland, Bulgarien, Mazedonien, Kroatien, Austria, Österreich, Griechenland, Finnland, Armenien, Schweiz, Irland und Zypern, die auch in der Reihenfolge aufgetreten sind. Und da gab es auch ein paar Firsts ever im Song Contest, weil Aserbaidschan zum Beispiel, die ich als erstes aufgezählt habe, die haben sich zum allerersten Mal in der Geschichte des Eurovision Song Contests nicht qualifizieren können. Traurig, traurig. Die machen jetzt wie viele Jahre mit? Das wäre ja auch noch wichtig zu wissen. Also es gibt noch ein paar andere Leute, die es auch zum ersten Mal verkackt haben. Die haben eine deutlich bessere Statistik, aber ich kann mal trotzdem mal nachgucken. 2008, also immerhin 10 Jahre. Ist doch schon mal was. Ja, also die haben sich schon mal nicht qualifiziert. Obwohl die auch viele auf der Rechnung hatten. Und das war ja, die sind tatsächlich auf dem 11. Platz dran vorbeigeschrobbt. War sogar scheiße knapp. Habe ich ein Kreuzchen hier. Also ich habe damit gerechnet, dass die weiterkommen. Weil so scheiße war der Song nicht. Die haben tatsächlich halt auch als erstes dran. Sowohl von der Jury als auch vom Televoting 47 Punkte bekommen. Da waren sich die zumindest schon mal einig. Aber gut, hat leider nicht gereicht auf 11. Ich hätte echt gedacht, dass Schweiz auf der 11 steht. Und mich hat es auch, aber da können wir später noch dazu kommen. Dann kam Island, die hatten wir ja alle, also da hat keiner gesehen, dass der irgendwie weiterkommt. Obwohl er nett ist, sehr, sehr netter Typ. Aber den hattest du ja, glaube ich, auch auf dem letzten Platz. 7 Punkte, also gnadenlos. Ich hatte den nicht auf dem letzten Platz, weil ich ihn sympathisch finde.
Dann kam Albanien, die ich ja über alles geliebt habe, für die ich ja im Endeffekt sogar abgestimmt habe mehrmals, wo du ja nicht so ganz mit warm geworden bist irgendwie. Vor allem im ersten Halbfinale nicht. Nee. Also auf meiner Punktekarte habe ich 12 Punkte stehen, aber im Endeffekt wären es noch ein paar mehr gewesen. Vielleicht so 16 oder so. So Mittelfeld. Also war jetzt nichts Herausragendes, was ich unbedingt hätte im Finale sehen müssen, aber gut. War jetzt auch nicht schlimm. Dann kam Belgien, wo ich halt einfach finde, dass es live unfassbar enttäuschend war. Was aber weniger an ihr lag und an den Vocals, also daran, wie sie gesungen hat, sondern vielmehr an der kompletten Bühnenperformance, weil die halt einfach von vorne bis hinten mal nach ins Klo gegriffen haben, mit den Lichtern, mit allem. Da hat gar nichts gepasst. Ich weiß nicht, wie du Belgien fandest, habe ich gerade nicht irgendwie dran erinnern. Habe ich gerade nicht im Kopf. Aber Rio hatte danach einen Ohrwurm davon, das heißt, der Song kann ja schon mal nicht so schlecht gewesen sein. Achso, das war das Echoes. Das war das Echoes-Lied, In a Matter of Time. Just a matter of time. Before it goes! Echoes, Echoes! Ja, ungefähr so. Damit ist. Die tat mir aber voll leid, weil die hat dann auch voll krass geweint. Also. Wenn dir hier jeder leid tut, der krass weint, nur weil er nicht weiterkommt. Also, ja, aber die war ja auch super. Also, ich habe ja auch was von den Leuten selber mitbekommen. Deshalb habe ich auch ein paar Leute echt nicht leiden können. Tschechien zum Beispiel, der ist ja relativ easy peasy, glaube ich, durchgekommen. Der kam danach. Tschechien war im Endeffekt auf 3 im Semifinale. Fand ich bei Performance cool. War auch beliebt beim Televoting und wie es aufgemacht war. Beliebt bei der Jury, beides. Performance war auch cool. Leider hatte, das war ja auch der, der ein bisschen Glück gehabt hat, dass er sich nicht allzu sehr verletzt hat bei seinem ersten Rehearsal, weil danach konnte er erstmal ein Weilchen nicht laufen und lag im Krankenhaus. Aber er hat es hinbekommen. Und es sah noch gut aus. Also sie waren auch verdient weiter, meiner Meinung nach. Dann kam Litauen, die bei mir ganz knapp auf der... Die waren, standen bei mir zusammen mit Weißrussland auf der 10 und ich habe im Endeffekt Litauen rausgekickt, aber die sind ja auch weitergekommen. Was ich auch eigentlich sehr schön fand, weil man damit vorher nicht unbedingt rechnen konnte. Das sind die, die am Ende hier auf der Brücke standen. Oder? Genau. Ja, okay. Den Song finde ich auch mega, mega schön. Und ihre Performance ja auch, also... Die Feels kamen rüber. Ja, hab ich schon ein bisschen geweint. Nicht. Aber fast. Wie fandst du Litauen? 16 Punkte. Ich kann deine Punkte-Dinger nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie viele Punkte es im Endeffekt gibt auf dieser Skala. Von wo bis wo geht deine Punkte? 1 bis 10 mache ich immer. Wie kann sie dann 16 haben? Ja, also 1 bis 10 pro Song, Performance und Bühne. Also 30 gibt es insgesamt. Also 30 insgesamt. Okay. Dann und kam Israel. Die du, glaube ich, auf der 1 hattest im ersten Halbfinale, ne? Nee. Nicht? Nee. Hast du, okay. Aber knapp dahinter. Mit noch ein, zwei anderen Songs. Aber wie war es auf der... Also ich bei... Nee, obwohl noch nicht mal auf 2, auf 4... Ich hatte noch Schweiz und Finnland davor und Zypern. Yes. Obwohl ich bei Zypern auch sagen muss, wie ich da auf 22 Punkte gekommen bin, weiß auch kein Mensch. Weil die beste Bühnenperformance hatten. Nee. Doch. Hatten fand sie. Ich nicht. Doch. ja, Israel, die waren ja, also die waren im Prinzip die, wo schon, sobald das Song rauskam, gesagt wird, okay, die gewinnen. Waren ja auch bis zu den Halbfinals durchgehend auf Platz 1 in den Wetten und generell auch in allen möglichen Abstimmungen auf Platz 1. Du bist ja auch sehr nach Wetten gegangen, hatte ich das Gefühl. Also zumindest hast du dich danach orientiert, ich hab mich nicht danach wie orientiert. Die Leute sich platzieren werden. Ich habe mich vor allen Dingen sehr stark an Abstimmungen gehalten und die Wetten orientieren sich stark an den Abstimmungen, also geht das Hand in Hand. Die Wetten waren ja schon so ein bisschen auch die Meinung der Leute, was passiert. Und im Endeffekt war es ja auch... Also im Endeffekt, die Wetten, die kurz vor dem ersten Halbfinale da waren, waren mit die richtigen. Fast. Da waren halt noch ein paar Leute dabei, die keiner auf der Rechnung hatte, wie Zypern oder so. Aber die halt ich finde, das Performance trotzdem, alles rausgeholt haben. Das kannst du trotzdem nicht so nehmen, dass das die, also schon, dass das die Meinung der Zuschauer ist, größtenteils, aber es ist ja nur die Hälfte. Ja, die ja klar, Hälfte aber das Televoting, ich habe ja auch vorher tausendmal gesagt, wenn ich mit euch darüber gesprochen habe, dass
die Wetten spiegeln meistens mega gut das Televoting da. Also wirklich richtig gut. Und so war es ja auch dieses Jahr wieder im Endeffekt. Aber Israel war halt schon absoluter Top-Favorit auf den Sieg. Wie findest du den Song? Mittelmaß so ein bisschen. Ich finde, es gibt halt echt bessere Songs in dem Contest. Und es gab auch wesentlich bessere Performances als ihre in dem Contest. Ich meine, ich hatte Laune gemacht, ich hatte Spaß. Aber es, bei mir ist es halt so overall nicht so weit oben. Und ich kann mal gucken, wie viel ich sie... Im Endeffekt war sie bei mir auf Platz 6. Also ich mochte sie, aber es gab halt für mich deutlich Besseres. Deutlich, sie hat sich deutlich abgesetzt Besseres. Von den anderen. Das auf jeden und Fall. Und im Kopf geblieben. Das ist so das Ding, du musst halt bedenken, die Show, zumindest das Finale, geht 3 Stunden. Und da sollte man schon noch irgendwie im Kopf bleiben, damit Leute für einen dann voten. Ja, klar. Das hat sie auf jeden Fall geschafft. Das hat sie auch vorher schon geschafft, zu polarisieren. Dann finde ich auch den... weiß ich nicht. Ich glaube, ich als Zypern-Fan sollte mich jetzt nicht über den Text von ihr auslassen, aber... aber naja, dieses ganze Anti-Männer-Getue finde ich halt immer ein bisschen dämlich. Aber gut. Passt auch gut in dieses Jahr. Kann ich ignorieren. Bei Jamala konntest du es nicht ignorieren, dass der Song gewonnen hat, weil deshalb. Bei Jamala konnte ich das Geschreie nicht ignorieren und dass mir der Song einfach generell nicht gefallen hat. Das ist ja hier schon wieder anders. Ich finde es halt schade, dass sie so ein bisschen... Also ich finde, die hat aber auch an der Bühnenperformance hat Netta wirklich Power ein bisschen gefehlt. Weil ich finde halt, zwischendurch hat man ihr stark angemerkt, dass sie nicht dafür gemacht ist, auf der Bühne rumzuspringen. Aber gut, ist halt so. Danach kam Weißrussland. Die hatte ich ja noch drin bei mir. Die hätte ich sehr gerne gesehen, dass er sich qualifiziert. Hat er leider nicht. Und ich glaube auch deutlich. Oder? Ja, er war 16. im Endeffekt. Aber auch er kam wieder beim Televoting wesentlich besser an als bei der Jury. Poor boy. Tja, doof. Ich mochte ihn. Und die Rose war cool. Ich hätte auch gerne eine Rose. Die Rose war, naja. Ich fand's ein bisschen too much auch mit den Onscreen-Effekten. Ja gut, er hatte ja nur diesen einen großen Onscreen-Effekt. Der war dumm. Der war schon zu viel. Da gab es andere. Hatte noch einer, der so einen bildschirmfüllenden Onscreen-Effekt hatte? Ich glaube nicht. Das reißt auch krass raus. Also abgesehen von Italien dann im Finale. Der war auch sehr bildschirmfüllend. Ja, Timer scheinbar alle toll. Ja. Nur wir nicht. Also generell diese Effekte, da können wir ja jetzt mal, wenn wir schon über Onscreen-Effekte reden. Es ist neu, sowas gab es vorher noch nicht. Ich finde es aber sehr viel natürlicher, wenn die es irgendwie hinkriegen, so wie letztes Jahr oder das Jahr davor mit diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Hologrammen, wo die diese durchsichtigen Netze oder was das war, mit auf die Bühne gebaut haben und da halt Projektionen drauf gemacht haben. Das sieht sehr viel natürlicher aus und für mich schöner aus als irgendwelche dämlichen Onscreen-Effekte, die noch nicht mal die Zuschauer in der Halle sehen. Ja, das finde ich auch am störendsten. Das sehen nur wir. Wäre das auch irgendwie auf LED-Screens oder so gewesen, hätte ich das wesentlich besser gefunden. So fand ich es auch blöd. Generell das ganze Auslassen von LED-Screens. Ja, eben. War ein netter Versuch, aber nicht nochmal. Also das Studio, also die Arena war ja dieses Jahr, Design fand ich so, ging so, kann man machen, fand ich andere Bühnen jetzt besser, keine Screens vorne auf der Bühne zu sehen, auf der einen Art finde ich das nicht so gut, weil sich da manche Sachen nicht so schön zeigen lassen oder ich... Das ist das erste Mal seit 8 Jahren, dass mal kein Screen da war. Letztes Mal in Oslo kein Screen. So. Aber was ich gut finde, vielleicht so ein positiver Effekt ist, dass man sich da mehr
auf den, der auf der Bühne steht, konzentriert und nicht auf irgendeinen Screen im Hintergrund oder an den Seiten oder sonst irgendwo. Hätten sie es denn durchgezogen, hätte ich das verstanden, aber sie haben es ja nicht durchgezogen, die diese dummen Onscreen-Effekte dazu gemacht haben. Also war das im Prinzip auch wieder komplett hinfällig, weil du dich dann auf die Onscreen-Effekte konzentriert hast, die ja im Prinzip einfach nur den Part des LED-Screens eingenommen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, stimmt. Mit LED-Screens wäre Belgien weitergekommen, mit einem vernünftigen. Davon mal ganz abgesehen. Und, aber was ich auch, ich habe leider nicht jetzt das Studio komplett gesehen im Bild. Ich glaube auch, dass die Leute vorne alle nirgendwo das Fernsehbild sehen konnten. Also sie konnten keine Punkte sehen bei der Punktevergabe, die konnten nicht das Fernsehbild sehen, nichts mal irgendwie im Close-Up oder so, alles nur von ihren Stehplätzen aus. Das ist schon ein bisschen, also das ist eigentlich schon, das geht eigentlich nicht. Also zumindest irgendein Screen vorne, links und rechts, dass die Zuschauer vorne mal was im Close-Up sehen, sollte eigentlich schon drin sein. Ich habe nur gesehen, dass hinten irgendwie so ein Videowürfel oben hing für die Leute hinten, aber keine Ahnung, war halt wirklich ganz hinten. Da kann ich dir nichts zu sagen. Ja, ich habe es halt auch nicht komplett gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Vielleicht hatten die Leute Screens vorne und konnten doch was sehen, aber ich habe jetzt nichts entdeckt. Also, Studio dieses Jahr war so, ging so. Bühne. Sehe ich auch so. Dann kam Estland, die auch von vornherein ganz gut dabei waren. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan gewesen, weil Opa ist nicht so mein Ding, aber ich fand es trotzdem ganz okay. Du hast gesagt, hoffentlich kommt das nicht weiter. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich zu Irland gesagt. Ich habe bei Estland gesagt, hoffentlich gewinnt es nicht. Und die Aussage habe ich ja später auch revidiert, als ich gemerkt habe, oh, da gibt es noch ganz andere Songs, die halt gewinnen könnten, von Arschlöchern. Die einfach als Menschen selber nicht cool sind. Bei ihr war halt tatsächlich ähnlich so wie das Jamala-Ding. Also, weil Jamala als Song an sich fand ich okay, also 1944, aber ich fand halt, warum es gewonnen hat, fand ich so ein bisschen blöd. Und bei ihr fand ich halt auch den Song okay. Also ich hätte kein Problem gehabt, wenn sie gewinnt, weil das halt ein stinknormales Lied war. Aber songtechnisch ist das halt so die Richtung, da brauche ich nicht so. Also bei mir wäre es nicht weitergekommen, aber ich kann verstehen, dass es weitergekommen ist. Und sie hatte ein sehr, sehr schönes Kleid an. Das muss man eher lassen. Kam Bulgarien. Mit ihren coolen, geborften Gesichtern. Wo wir bei Onscreen-Effekte sind. Bei Bulgarien war Onscreen-Effekte? Die haben die ganze Zeit ihre Gesichter zusammen gemorpht und aufeinander gelegt. Ach so, ja gut, okay. Fand ich auch ganz gut. Das war mit dem Opa, oder? Nee, das ist Serbien. Das, okay, gut. Bulgarien sind die, wo Christoph nichts Besseres tun, als die ganze Zeit ihn mit Blayem zu vergleichen. Ach so. Ich glaube, das war das, wo er gestern gesagt hat, einmal alle Minderheiten vertreten. Ja, genau. Ja. Dann kam Mazedonien. Die für mich persönlich, obwohl, da bin ich mir nicht sicher, aber den Barbara Dex Award hat, glaube ich, für mich Mazedonien gewonnen. Also schlechtestes Bühnenoutfit. Weil das sah so aus, als wäre sie gerade frisch aufgestanden wäre. Habe ich jetzt gerade auch wieder nicht so ein Bild im Kopf? Ist immer schwierig. so von den kleinen Sachen halt so da dran zu. Ja, achte mal drauf. Ich habe drauf geachtet auf alles. Ich habe noch fast alle. Ich habe noch fast alle Outfits im Kopf. Ja, ich nicht. Ja. Weil mir vieles dann. Ich dachte, du hast dich so krass auf die Leute fokussiert. Was nicht so. Was mich jetzt nicht so krass interessiert, geht mir dann halt auch schnell aus dem Kopf wieder raus. Er hält so eine komische kurze Hose an mit so einem pinken Blusending. Ich weiß nicht mal, also so, als er hat halt so eine kurze Hose angehabt und so, ja, so was pinken Poncho gefühlt darüber gelegt. Ist einfach scheiße aus. Weil da finde ich, da hatte der Anzug von Armenien hatte wenigstens Stil. Nicht Armenien, Anzug von so jetzt sehe ich. Von Montenegro.
Ja, gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht im Kopf, ob es schlechtere Sachen gab. Aber ja, sieht schon verdächtiger noch aus. Dann kam Kroatien. Ihr James Bond Lied, was ich auch ganz okay fand, aber halt alles nichts Weltbewegendes. Und es war die, die hier Omas Tischdecke an hatte. Da fand ich das Kleid zum Beispiel mega cool. Da kam Österreich, die ich sehr gerne mochte. Wo ich aber auch nicht, trotzdem habe ich mit dem Verlauf nicht gerechnet. Da kam Griechenland, die ja auch vorher favorisiert waren, die aber auch ein bisschen durch das Staging hart verkackt haben. Österreich mit der Mülltüte. Weil der Song mega cool war. Aber die halt einfach keinerlei Power auf der Bühne hatten. Die hätten noch, die haben so einen coolen Trommelpart in diesem Lied. Die hätten einfach irgendwie vier Trommler dahinstellen müssen, die halt einfach richtig krass darauf rumtrommeln. Das wäre super gewesen. Aber nein, sie steht da alleine mit ein bisschen Feuerwerk und wirbelt ihre Arme durch die Gegend. Schade. Ist auch der Song, einer der Songs, die ich mir bisher mit noch immer noch am meisten angehört habe. Griechenland. Da kam Finnland. Das finde ich ja alles griechisch. Sehr, sehr coole Bühnenperformance hatten. Fand ich andere besser. Nein! Nein! Aber wie gesagt, ich hab's auch schon zweimal gesagt, mir fehlen da die Messerwerfer. Da fand ich dann den Song auch gut. Also generell im ersten Hälfte fand ich eigentlich alle Songs gut. Bis auf Island und Armenien, die jetzt kommen. Da würde ich auch sagen, naja. Hätte es auch nicht gebraucht, so. Dieses Jahr. Da, wie gesagt, der ist 11 Punkte. Also da, der ist mir direkt wieder aus dem Kopf. Tschüss. Weg. Brauche ich da, nicht. Da kam das konzentriere ich mich auf wichtigere Sachen. Da kam was sehr Trauriges. Nämlich die Schweiz. Die mal noch super abgeliefert haben. Mit einer mega coolen Bühnen-Performance. Und der Song ist auch mega gut. Aber die sind, ich habe es ja leider Gottes nicht geschafft. Sich sehr, sehr, tut mir immer noch weh. Und die hattest du ja auch weit oben, stimmt. Ne? Die hatten ja alle weit oben. 20 Punkte. Also, dass die echt nicht weitergekommen sind. Wo lagen die denn da beim Voting? Wie gesagt, rein jurytechnisch wären sie weitergekommen, weil da hatten sie... Warte, ich muss wieder auf Semifinal. Jurytechnisch hatten sie 59 Punkte. Das hätte, glaube ich, für die Top 10 gereicht. Aber die haben halt im Televoting abgekackt mit nur 27. Damit sind sie im Endeffekt 13. geworden. Verstehe ich leider auch nicht. Dann kam Irland. Was ja so mein persönlicher... Also ich finde halt, dass Irland selber inzwischen nicht davon genervt ist, dass sie jedes Mal das Gleiche dahin schicken. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich auch an Schweden noch mit abgefuckt hat. Dass es halt seit Jahren das Gleiche ist. Also, der Song war okay, wurde halt von klar gepusht in allen Ausmaßen durch die Bühnenperformance mit den zwei Typen da, die mit dem männlichen Paar. Dann ist ja auch Ryan O'Shaughnessy aufgefallen, oh, die LGBT-Community, mit der kann man ja was machen. Dann hat er versucht, Votes zu grabben ohne Ende, durch die lächerlichsten Aktionen und die lächerlichsten Einfeindungen gegen alle möglichen Länder und Nationen und deren TV-Dinger. Ich weiß nicht, was du hast. Du sagst so in den letzten Jahren immer das Gleiche? Das stimmt überhaupt nicht. Hohe Sänger, die irgendein Liebeslied singen, die, wo du nicht weißt, ob männlich oder weiblich teilweise, wenn sie singen. Ja gut, beim letzten Jahr, da kann ich dir so zustimmen, das, was du zumindest gerade gesagt hast. Vorletztes Jahr war das doch auch so. Ah, das war so... Ja, warte mal, ich hab's jetzt nicht mehr hier. Ah. Ja, nee. Also da muss ich dir widersprechen. Also jedes Jahr so das Gleiche. Der hat doch genauso auch so dumm hochgesungen, natürlich. 1:1. Ich weiß nicht, ob die da nicht mehr tief singen können. Also ich finde der Nicki Binaschnitsch oder wie. Vielleicht ist es auch einfach bei den Iren so. Ja, dann sind es halt ein sehr Land, was ich nicht leiden kann. Sorry. Zumindest songtechnisch nicht. Jedward hat auch nicht gerade tief gesungen. Das stimmt, aber die hatten wenigstens was, einen anderen Setting Point als... Kala, Kala, Ja, die hatten Stimmung und Power.
Also, wie gesagt, ich finde ihn halt als. Warum du das so hatest. Ich finde ihn als Typen mega unsympathisch und ich finde halt diese ganze. Gut, das kann sein, das habe ich aber nicht mitbekommen. Und ich finde, weiß ich nicht, diese ganze Art der Bewegung. Also, was. Also, ich habe nichts gegen Schwule oder so, aber diese ganze LGBT und wie sie teilweise. Wir sind so viel besser als Heteros, das fuckt mich einfach ab. Ich fand den Song in Ordnung. Der Song ging. Wie gesagt, es ist aber auch so halt. Obwohl, das sind halt viele Songs im ESC, aber dass du die halt ständig im Radio hörst. Also, es ist halt so klingt, als wenn es sonst was wäre. Was du schon mal gehört hast. Und dann kam mein Favorit. Den ganzen. Also, den ich den Sieg am liebsten gehabt hätte. Das war Zypern. Die wir nach sehr stimmungsvollen Song hatten und die beste Bühnenperformance. Für mich auch mit relativ großem Abstand. Sei ehrlich, sagte, ist es wegen dem Song, ist es wegen den Outfits? Wegen beidem. Ist es wegen. Wegen beidem. Weil die Stimmung einfach, dem diese Mix, dieser ganze Mix aus allem ist der perfekte Eurovision-Auftritt. Für mich. Besser, viel besser kannst du es nicht machen. Nur der Song ist vielleicht ein bisschen lala, aber zusammen mit ihrem Auftritt. Das ist der Hammer. Da gab es ja, also wie gesagt, da gab es in den letzten Jahren auch so Songs, die auch so nach dem Schema abgelaufen sind. Die hatten immer nicht so eine Power bei der Bühnenperformance. Zypern ist zum Beispiel auch so ein Fall, die waren halt auch vorher, bevor die Rehearsals waren, hatte die halt auch keiner irgendwie auf dem Schirm und haben halt gedacht, ja okay, vielleicht qualifizieren sie sich knapp. Und dann war halt der erste Auftritt von ihr und jeder hat gedacht, okay, dann kam direkt auf, okay, die gewinnt das Ding. Und das zeigt mir auch direkt, wie viel Power so eine Performance haben kann und wie krass sie einfach abgegangen ist. Da hat ja zum Glück jeder seine eigene Meinung. Ich fand's jetzt nicht. Also, ich hätte. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn es gewonnen hätte, aber. Hätte jetzt für mich auch nicht sein müssen. Unbedingt. Also ich so fand herausragend fand ich's nicht. Ich fand's halt besser als Israel. Ich fand den Song besser als Israel und ich fand die Performance besser als Israel. Aber wie du ja weißt, bin ich eh so, wenn jemand mega krass updanced und gleichzeitig singt, bin ich eh schon dabei. Wild Dances ist immer noch einer meiner Lieblings-ESC-Song-Gewinner. Genauso wie Euphoria. Ja, und das war das erste Halbfinale. Und da können wir ja mal, ja. Bitte? Von meiner Top 10 sind da, also von denen, die ich weiterhaben wollte, nicht von denen ich glaubte, dass sie weiterkommen, sondern die ich weiterhaben wollte, sind nur 7 weitergekommen. Bei mir sind es auch 7. Weil nämlich Griechenland, Schweiz und Weißrussland dran glauben mussten. Meine Fehlgriffe waren Aserbaidschan, Estland. Estland ist doch weitergekommen. Achso, nee, sorry. Mazedonien und Schweiz. Tja, sad story. Traurig, traurig. Mazedonien war sogar Vorletzter. Mit nahezu keinen Punkten. Also wirklich, die waren halt 18. mit 24 Punkten und 17. war Kroatien mit 63 Punkten. Also sie haben auch absolut kein Land gesehen. Und rein showtechnisch war das erste Halbfinale ja gar nichts. Also wirklich gar nichts. Weder ein Opening noch ein Intervall-Act. Nur am Ende irgendwelche zwei langweiligen. Asklopedia, gut, was langweilig, ich ganz lustig langweilig fand. Nicht, aber gut, man hätte sich vielleicht mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Das fand ich halt auch. Ich fand das echt nicht gut. Das fand ich echt einfach nicht gut. Da zählt halt auch nicht, also in meinen Augen nicht die Ausrede, die haben das jetzt das erste Mal gemacht. Ey, da sind Producer dabei, die machen das seit was weiß ich wie vielen Jahren. Die Show gibt es seit 60 Jahren. Die können auch mal sagen: Nee, das ist zu lame. Macht mal ein bisschen mehr. Aber vielleicht hat es ja am Geld gescheitert. Ja, also wirklich, weil viele auch immer sagen so, ja, okay, war halt Durchschnitt und okay, war kein Durchschnitt, war scheiße. Kannst nicht Durchschnitt sein, wenn du gar nichts machst. Dann kam das zweite Halbfinale. Ja, warte mal. Okay, was willst du noch sagen? Wie viele ESCs hast du denn bisher komplett angeschaut? Seit wie vielen Jahren? 2009 habe ich, glaube ich, komplett angeschaut. Was heißt das, weiß ich nicht mehr, aber ist auch schon viel zu lange her. 2010 habe ich auf jeden Fall komplett angeschaut. 2011 auch.
Mit Halbfinals? So. Okay, mit Halbfinals nicht. Nur große Finale. Okay. Halbfinals haben wir ja, glaube ich, habe ich erst mit Schweden angefangen, also 2016. Vorher habe ich die Halbfinals ignoriert. Also sagen wir mal auch, weil du 2009 jetzt nicht mehr genau weißt, 8 Jahre. Ja. Das wäre so die gleiche Zeitspanne wie ich. Welchen fandst du am besten? Und warum? Showtechnisch oder songtechnisch? Also vielleicht mal beides getrennt und so Gesamtpaket. Showtechnisch Schweden 2016? Mhm. Aber ich glaube, da ist sich auch die ganze Welt einig. Songtechnisch dieses Jahr? Und beides zusammen? Ja, würde ich auch sagen, 2016 eigentlich. 2016 hatte schon echt ein paar geile Sachen dabei. Obwohl ich 2017 halt auch gut fand, aber da war halt beides so ein bisschen, also war halt nicht die beste Show und war halt auch nicht die besten Songs, aber war trotzdem ganz cool. Aber insgesamt würde ich sagen, bisher 2016. Ich glaube, ich bin bei allen dreien bei 2016, obwohl ich sagen muss, dass Show mir auch in Deutschland sehr gut gefallen hat. Alles in allem. Sie haben jetzt zwar auch nicht so viel gemacht, also es war im Finale ja, dass Stefan gesungen hat, der Opening Act war mega. Klar war der Opening Act mega, aber ansonsten kann ich mich da nicht mehr an so viel erinnern, was da noch zwischen denen und so war. Und da kann ich dir bei Schweden allein 3 Sachen aufzählen. Ja, stimmt schon. Aber es ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Es ist schon länger her. Ja, aber also Schweden hatte wirklich alles, also alles, was sie gemacht haben, war ja gut. Da gab es ja kein einzige Intervall-Act oder Intervall-Video, wo du gesagt hast, das hat mir nicht gefallen. Und generell so von Stimmung her und das Ganze hat mir halt in Deutschland auch sehr gut gefallen. Ja, Stimmung ist ja immer gut. So, und am schlechtesten in diesen 8 Jahren bleibt für mich ob es jetzt, also Aserbaidschan und Portugal machen sich jetzt ein bisschen Konkurrenz, finde ich. Sowohl von Show her als auch so vom Gesamteindruck. Weil Aserbaidschan, das war alles nicht so stimmig, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch nichts mehr im Kopf davon. Kein Opening Act. Ja, doch ein bisschen. Ja, doch eins ist mir im Kopf geblieben, das wo hier die ESC-Gewinner von den letzten Jahren irgend so einen Song zusammen, Medley oder so, haben die da gespielt. Das weiß ich noch. Aber das, also Aserbaidschan knapp dahinter Portugal. Also die nehmen sich da nicht viel. Ja, dafür hatte Aserbaidschan einen sehr, sehr guten Siegersong. Also der Grand Prix in Aserbaidschan. Mit Euphoria. Das ist richtig. So, zweites Halbfinale. Hat mit Norwegen angefangen. Wo wir schon bei 2009 waren. Wobei ich fand, dass es diesmal, also ich fand den Song halt, finde ich, der ist catchy, der ist auch ganz cool, aber mehr halt auch nicht. Und dass er eine absolute Bühnenpräsenz hat, ist ja nichts Neues. Da hat mir der erste Teil des Songs nicht so gefallen, aber so sonst war es ganz okay. Aber das Problem ist, bei Leuten, die schon mal aufgetreten sind vor längerer Zeit und dann auch gewonnen haben mit einem super Song, habe ich immer noch diesen super Song im Kopf, und wenn er dann das hier macht, das beißt sich ein bisschen. Fairy Tale und dann das hier, That's How You Write a Song. Schade. Dann kam Rumänien. Die ich auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach nur langweilig fand. Warte mal, wo habe ich denn meine Punktekarte von... Warte mal, auf Twitter habe ich die doch bestimmt irgendwo. Habe ich die nicht gepostet? Profil. Sonst in Rumänien waren auch die sich dachten, ja, wir dürfen nur 7 Leute auf die Bühne schicken. Ah ja, hier. Also, was machen wir? Puppen. 6 Puppen. Leute. Ja, 6, ja klar. Aber 50 Puppen. Oder so. Und da fand ich den Song auch langweilig. Ja, geht so. Also,
Bühne habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich Punkte gegeben. Das fand ich lame. 30 Puppen, Musikinstrumente noch, zwei Tänzer mit Knie-Shirts. Shirts, die bis zu den Knien gehen. Dann kam Serbien. Die ich auch langweilig fand. Das war, aber die hatten einen coolen Opa. Das waren die mit dem coolen Opa. Nova Deca. Ja, da ging der Song. Und die haben sich bei mir wieder... Das waren auch die Deppen, die sich im großen Finale am Ende die ganze Zeit ihre scheiß Flagge über reinhalten mussten. Ja, das fand ich ein bisschen übertrieben. Dann kam ein Song, der mir tatsächlich erstaunlich ans Herz gewachsen ist, und zwar San Marino. Den ich echt gerne mochte im Endeffekt. Aber der es logischerweise nicht geschafft hat. Ach so, wegen den Robotern oder was? Nicht nur wegen den Robotern, der ganze Song ist. Klingt eigentlich ganz cool. Und dass sie darüber singen, dass sie sich halt benachteiligt fühlen und ungerecht behandelt fühlen, weil sie San Marino sind und nie weiterkommen. Sie hätten wirklich gerne weiterkommen können. Aber sehen sie leider nicht. Habe ich auch daneben gelegen mit meinem Tipp. Mit meiner Hoffnung habe ich da, ja, daneben gelegen, ich auch. Dann kam Dänemark mit dem coolsten Gang auf Erden. Vor allem können die cool auf der Stelle gehen. Und da mag ich den Song auch. Und die Bühne passt halt auch perfekt zu denen. Vielleicht noch ein größeres Boot hinstellen. Größere Boote gehen immer. Da war kein Boot. Ja, da waren eben, da waren ja nur, hier, die Segel standen da rum. Aber wenn sie mal ein richtiges Boot dahingestellt hätten. Ja, so wie Weißrussland letztes Jahr. Da wär, ja, das war super, da hab ich richtig durch die Dinge gegangen, das tolle Boot, ey. Das hat's gerissen. Die waren voll beliebt? Ja, leider, ich fand's scheiße. Wie, du fandst Weißrussland letztes, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich hast du deine Meinung geändert? Nee, hab ich nicht, ich fand's nie so gut. Hab ich auch schon immer gesagt. Du und dein Weißrussland, ey. Na gut, da war ich auch nicht der Einzige. Andi fand das ja auch mit am besten. Letztes Jahr. Dann kam Russland. Die auch ihre 100% Qualifikationsrate verkackt haben jetzt. Denen hätte ich aber auch keine 100% Qualifikationsrate gegeben. Also der Song, den Song finde ich nicht gut. Der bleibt nicht im Kopf. Die Bühne jetzt auch nicht so. Was mir im Kopf geblieben ist, dass sie an einer Stelle nicht gesungen hat, wo sie hätte singen müssen. Und man sieht ja halt auch im Gesicht an, wie gelangweilt sie ist. Ja. Ja gut, das liegt auch zum Teil an ihrer Krankheit. So ja. Gesichtsemotionen sind halt nicht so ihr Ding, wa? Kann sie ja auch nicht so viel für. Also die haben 21 Mal teilgenommen und sind jetzt erst das erste Mal nicht im Finale dabei gewesen. Traurig. Das heißt aber auch, es gibt nur noch ein einziges Land. Na, zwei Länder, aber das eine zählt so halb nicht. Zwei Länder, warum? Die, ja, weil die noch nicht so lange dabei sind. Aber gut, die noch eine 100% Qualifikationsrate haben. Und das sind? Rico? Keine Ahnung. Das eine weißt du. Ja, Australien. Ja, Australien und Ukraine. Die es auch bisher jedes Jahr geschafft haben. Was ich auch sehr schön finde. Ukraine ist ein schönes Land. Ja, was kam dann? Warte mal, danach kam Moldawien. Beste Performance einen, im ganzen ESC. Einen, wie gesagt, aber ich wäre bei mir auf Platz 3. Also drei. In dem Jahr. Ja, wäre bei mir auf Platz 3. Performance-technisch. Vielleicht auf 2. Performance-technisch vielleicht auch auf 2. Was auf 1? Achso, okay. Ich frage nicht. 1 ist Zypern und auf Platz 2 ist nicht. Ukraine mit so halb. Also Ukraine, Moldawien wird sich halt so ab. Es war halt was anderes. Bei Ukraine war es auch was anderes, stimmt. Aber bei Zypern finde ich jetzt nicht, dass es was anderes war. Und mal. Es war halt Perfektion. Ja gut. Kann man jetzt von Moldawien auch sagen. War auch Perfektion, aber richtig krass. Ja, ja klar, aber ich finde halt, es spricht mich auf andere Art und Weise an. Ja, ja. Schon klar. Ja, was denn? Klar, der Song war lustig und es hat auch Spaß gemacht, den zuzugucken, aber davon hast du jetzt keinen Bock gehabt, mitzutanzen. Und das hatte ich auch nicht voll abgepumpt. Muss man das immer? Nee, aber deshalb sage ich ja, es ist eine andere Art.
Ich finde, es war die beste Performance. Das ist ja dein gutes Recht. In dem Jahr. Haben sich auch wieder gut gemacht, die Moldawianesen. Da kam Dinalande, wo ich ja sagen muss, dass ich das Staging nicht mag, weil ich finde es jetzt besser gefunden, wenn er einfach alleine da gestanden hätte. Oder wenn sich die anderen Typen zumindest nicht bewegt hätten. Oder halt richtig getanzt hätten. Aber den Song finde ich halt immer noch mega cool. Ist auch einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr. Von den Niederlanden, den Netherlands. Was hast du? Ja, geht so. Ist halt eine Rocknummer. Ja, Country halt. Australien kam danach. Sie machen noch einen coolen Song und sehr gut, ihr Tanzen ist halt sehr eigenwillig, aber ich fand ich trotzdem cool. Wobei ich da besser gefunden hätte. Weil ich da cool gefunden hätte, wenn sie auch Background-Tänzer gehabt hätte. Weil ich glaube, wenn sie da Unterstützung gehabt hätte, wäre es irgendwie besser gekommen. Nee, glaube ich noch nicht mal. Also ich fand es so gut, wie sie es gemacht hat. Auf Punkte kommen wir später noch. Europa fand es scheinbar nicht so gut. Dann kam Georgien. Woo! Das war sehr einschläfernd. Ja, das ja, war es auch. Was haben die von mir gekriegt? 7. Also genauso wenig wie Island. Dann kam ein Song, der mir auch wieder sehr leid getan hat, dass er nicht weitergekommen ist, zwar Polen. Mit einem coolen Snake Dance, den ich ab jetzt immer machen werde, wenn ich irgendwo an der Schlange stehe. Und einem coolen Song eigentlich auch. Also er war zwar sehr simpel, aber er war schon, also, den habe ich zumindest noch deutlich in Erinnerung. Du auch? Ja, aber ich weiß nicht, irgendwas. Ich weiß nicht, an was es gelegen haben könnte, dass sie nicht weitergekommen sind. Weil ich hätte es eigentlich auch weiter an der Jury gesehen. Lag das. Unter anderem. Also sie haben halt 60 Punkte von Televote bekommen und nur 21 von der Jury. Was ich viel er trauriger... Er hat auch teilweise, aber auch, Entschuldigung, so versucht, höhere Tonlagen zu erreichen und hat es nicht so ganz geschafft. Allerdings. Könnte natürlich auch daran, also da wird die Jury wahrscheinlich Punktabzüge gegeben haben. Deswegen sind es ja auch Music Professionals. Was ich allerdings viel, 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 viel unverständlicher finde und auch viel, viel trauriger als Polen noch, ist Malta. Die ja neben Ukraine mein Favorit im zweiten Halbfinale waren. Für die ich auch abgestimmt habe. Und die wurden vom Televote gefickt. Tatsächlich. War jetzt für mich nicht so der Act. Die hatten für mich auch ein richtig, richtig gutes Staging. Hätte für mich weiterkommen müssen. Ja, gut. Staging, ein paar Monitore. Ja, sind auch gut damit umgegangen. Aber die haben halt, wie gesagt, 93 Punkte von der Jury und nur 8 vom Televote. Ich glaube, damit waren sie sogar im Televote die schlechtesten. Obwohl ich für sie abgestimmt habe. Ich glaube, da liegt es aber auch wirklich wieder daran, es ist nichts, was mich jetzt lange daran erinnert. Also mich persönlich. Das, was ich, den Song habe ich immer noch. Also den Song hatte ich auch vorher mit am meisten im Kopf. Hier ist nichts, wo ich sage, das bleibt mir im Kopf. Ja, schade. Dann war Ungarn dran. Die sich einfach mal was getraut haben. Aber für mich war das so ein bisschen too, also vom Song her. Ich find's cool, dass sie es gemacht haben und ich mochte den Song auch, aber das ist halt für mich so ein Schritt zu weit. Am Ende war es too much. Ja. Zu viel Rumgeschrei. Das war halt irgendwann nur Rumgeschrei, genau. Aber ich find's cool, dass sie es getraut haben. Ja, so, war auch, das hat ja auch nicht so schlecht abgeschnitten. Nicht ganz so beim Televote zumindest nicht. Aber hätten sie sowas gemacht wie zum Beispiel 2016, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Länder das waren, die zwei Länder mit den etwas rockigeren Nummern. Zypern war 2016 und Georgien. Ja. Das wäre besser gewesen, denke ich mal. Das fand ich auch. Wäre auch was anderes gewesen, aber dann auf eine bisschen bessere Art. Ungarn hat sich auch nur knapp ins Finale gerettet, die waren ja Zehnter. Haben von der Jury nur 23 bekommen, aber vom Televote 88, das hat sie dann gerettet. Aber man muss auch sagen, der Großteil der Leute, die dieses Genre mögen,
die werden nicht den ESC gucken. Eben. Das wird dann das Problem sein. Das ist korrekt. Aber die sind wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Wacken Festival. Das ist gut. Da kam Lettland. Funny Girl. Das fand Rio ja so toll. Das Funny Girl? Der Song hieß Funny Girl. Warum fand er das so toll? Weiß nicht, die hat die ganze Zeit davon so vor dem Song geredet. Ach so. Der hat Lettland, glaube ich, sogar sehr weit oben in seiner Liste. Ich hatte Lettland so gar nicht in meiner Liste. Ich den Song einfach langweilig fand. Nicht. Scheint's auch langweilig. Dann kam Schweden, die zwar einen okayen Song haben und die Performance war halt auch gut, kann man die mir nicht abstreiten. Aber das ist halt auch schon so, das ist nicht so meine Musikrichtung. Ich fand den Song cool, ich fand die Präsentation cool, aber was du gesagt hast wegen dem Typen. Wobei ich, also ihm nehme ich das nicht mal wirklich, der Typ, also er hat quasi für den ersten ESC-Skandal dieses Jahr gesorgt, indem er halt, es gibt ja öfter so Videos, wo die Künstler auf die Songs von den anderen reagieren und er ist halt ein bisschen über sie hinausgeschossen und hat halt teilweise aus seiner Sicht lustige Kommentare losgelassen, die meisten Leute nicht so lustig fanden, wie zum Beispiel, oh, wo haben sie den Schlagzeuger her, irgendwo von der Straße geholt, der kann ja gar nichts. Das wurde dann relativ schnell wieder alles gelöscht, aber das Internet vergisst ja nie. Aber ich glaube, also ich glaube, der Typ ist eigentlich trotzdem ganz okay. Aber ich fand auch wirklich den Song, finde ich, hier ist auch wieder Schweden. Schweden schickt jetzt halt auch schon wieder seit mehreren Jahren die normale Pop-Dingens dahin. Aber es läuft. Nee, läuft ja inzwischen nicht mehr, zumindest beim Televote nicht. Im Televote haben sie hart auf die Schnauze bekommen. Wenn wir nicht gewesen wären, hätten sie noch harter auf die Schnauze bekommen. Aber können wir später drüber reden. Wo war denn Schweden im zweiten Halbfinale? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Da waren sie nämlich auf Platz 2. Oh. Aber auch hier, wegen der Jury. 171 Jurypunkte und nur 83 vom Televote. Da kam Montenegro. Aber ich glaube, es hat hier auch viel die Performance raus. Die war ja auch wirklich gut. Wobei ich es ein bisschen schade fand, dass er halt einfach die nationale Performance komplett kopiert hat. Und auch nicht sich irgendwie die Bühne oder so. Er hat ja sich im Prinzip einfach eine eigene Bühne dahin gebaut und fertig. Warum sollte man das nicht tun? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er die Bühne nicht genutzt hat. Ich finde es auch nicht verwerflich. Ich finde es halt schade, dass er die Bühne nicht genutzt hat und auch Interaktion mit dem Publikum nicht so wirklich war. Deshalb. Du hattest halt das Gefühl, du guckst ein Musikvideo und nicht, als guckst du irgendeine Live-Performance. Hatte ich zumindest, weil du halt zu keinem Zeitpunkt die Bühne so gesehen hast, du hast die ganze Zeit den gleichen Abschnitt gesehen. Ja, doch einmal am Schluss, einmal kurz. Ja, okay. Aber Großteil halt nicht. Vielleicht reagiert Schweden ja. Oder sie schicken einfach nochmal sowas. Da kam Montenegro, der für mich mit seinem Anzug auch so ein kleines Highlight war. Ich hätte auch gern so einen Anzug. Ich nicht. Das ist so Thomas Gottschalk Gedächtnis-Outfit. Also und vom Gesicht her sah er aus wie Mr. Crocker. Also ist eine gute Mischung gewesen. Der Song war leider auch nichts. Montenegro war bei mir auch knapp vor Georgien. Aber nein, danke. Dann kam Slowenien, die ich ja auch wieder sehr, sehr gerne mochte. Mit Fralane. Wie fandst du die? Ging so. Also auch so im Mittelfeld. Im Laufe der zwei Sendungen ist es ein bisschen besser geworden, also ein bisschen mehr nach oben gegangen, aber zum Beispiel im ersten Halbfinale dieses Special, ich sag mal, ja. Ding, das war jetzt nicht so. Sie hat halt den Trick angewendet, dass halt kurz vorm letzten Refrain, ihr die Musik aufgehört hat zu spielen. Und sie so getan hat, als wäre das ein technisches Problem, die Zuschauer dazu angeheizt hat, weiterzumachen und dann auch weiter die Musik kam. Das hat sie, fand ich, im Finale besser gelöst. Ja, deutlich. Aber der Tanz ist cool und der Song ist auch cool. Also ich glaube, das ist auch jetzt, glaube ich, grundsätzlich meine Standardantwort auf alles. Tanzen, ja. Und dann? Aber du gehst ja irgendwie sehr viel aufs Tanzen dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ich gehe immer viel aufs Tanzen. Tanzen ist halt doch cool. Wer will denn nicht tanzen? Ich brauche halt auch Lieder, die brauchen ein bisschen Stimmung machen. Oder die Balladen, die mich halt treffen. Sowas wie Michael Schulte oder Litauen. So, aber jetzt weg von Balladen und weg von Tanzen hin zu
Vampiren. Zu unserem Vampirkönig, Rico. Zur Ukraine. Das war, also das ist mein Lieblingslied dieses Jahr gewesen. Habe ich nicht umsonst gehypt, ne? Nee, das stimmt. Da hast du nicht übertrieben. Im Gegensatz zu Zypern. Da habe ich meiner Meinung nach auch nicht übertrieben. Ich glaube, die Welt würde mir eher bei Zypern zustimmen als bei Ukraine. Das stimmt. Aber die Ukraine ist halt einfach toll. Melovin ist einfach toll. Der wurde halt auch schon, wenn man sich jetzt hier, ist ja nur Sechster geworden auch wieder, weil er auch im zweiten Halbfinale ist er nur Sechster geworden, weil er auch hier wieder von der Jury hart aufs Maul bekommen hat mit nur 65 Punkten. Verstehe ich nicht. Televote ihn da wieder 114, sorry. Verstehe ich auch, kann ich null nachvollziehen. Vielleicht, weil er nicht deutlich genug gesungen hat oder so. Was für fucking Sarg entstiegen, Alter. Scheiße. Der hätte auch Transsilvanisch reden können. Ich weiß, gibt das überhaupt? Aber ich fand's auch sehr gut. Also, ich find's wirklich schade. Also, gut, dass er ins Finale gekommen ist erstmal. Aber schade, dass er dann nicht so viele Punkte geholt hat. Fand ich auch sehr, sehr schade. Hat er nicht verdient gehabt. Also, Melovy, du wirst für immer in unserem Herzen bleiben. Vor allen Dingen, also wirklich. Sobald ich seinen Song gehört habe, war das ja für mich mein persönliches Lieblingslied für dieses Jahr deutlich. Ich hab's mir auch direkt auf Spotify gezogen. Ich glaube, das habe ich auch euch das eine oder andere Mal klar gemacht vor dem Contest, dass ich Melovin sehr gerne mag. Ja, da habe ich nie zugehört. Hättest du mal zugehört, da hättest du von früher gewusst, was Tolles auf dich zukommt. Ja, aber das habe ich ja auch so gewusst. Weil Christoph dann auch noch angefangen hat. Boah, jetzt geht's los. Boah. Melovin, I love you. Ja. Du spielst das so runter. Nee, alles gut. Ja, und auch im zweiten Halbfinale war mit Intervall-Acts irgendwie nicht so viel los. Gar nichts. Also doch, eine kleine Nummer mit den Moderatoren. Die war aber auch so, meh. Die fand ich aber, also von Intervall-Acts war das Beste. Ja, das stimmt. Von dem, was es insgesamt alles an Intervall-Acts gab, war das Beste. Das den lustigen stimmt. Moment, wo sie auf die Bühne geschubst wurde und dann mit Euphoria angefangen hat, der ist mir immer in den Kopf geblieben. Alles andere aber auch nicht von dem Intervall-Act. Das stimmt. Ja, schade um Malta und Polen bei mir. Yeah. Dann kam La Grande Finale. Die bei mir schon mit der Running Order verkackt haben, weil unser Vampirkönig als erstes antreten musste. Das hat auch, ich habe mir vorhin ein kurzes Video bei den Televoting-Ergebnissen der BBC angeguckt. Da hat Graham Norton auch gesagt, schade, dass die nicht, sondern es hat ihn gewundert und gefreut, dass die, trotz dass sie als erstes rangekommen sind, so viele Televote-Punkte bekommen haben. Über 100 waren es auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele. Warte. Muss ja leider Gottes weit runter scrollen. Wir haben 119 Televote-Punkte bekommen. Ja, ist ja gutes Mittelfeld. Wäre ja nicht bei so schlimm gewesen. Bei Televote-Punkten, ja. Aber insgesamt, nein. Weil Ukraine wurde von der Jury mit Abstand als letzten Platz gewertet. Sehr, sehr schade. Und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Du hast beim Finale noch was vergessen. Der tolle Opening Act. Ja, die haben Griechisch gesungen. Warum kann ich dir nicht sagen? Für mich klang Portugiesisch, Spanisch, Griechisch, ich kann es nicht auseinanderhalten. Zumindest, wenn die diese Gitarrenklippe da reinbringen. Also ganz ehrlich, das ist doch eine stimmungsvolle Veranstaltung und dann eröffnet man die so. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Ich habe direkt Bock bekommen, Gyros zu essen. Das war weder Stimmung, das war langweilig. War es auch. Wirklich langweilig. Da haben sich einige Leute bestimmt auch schon gedacht, boah, da schalten wir vielleicht nochmal kurz auf RTL oder so. Hast du nicht die geilen DJs gesehen, die da waren und die beim Opening haben? War kein DJ. Doch, bei der. Ja klar, die sind doch zu den DJ-Klängen da reingelatscht, die Performer, die Künstler. Da war ein DJ. Da waren sogar zwei.
Der eine sah so aus wie Moskau von Haus. Ja, beim Reinlatschen, ja, aber nicht ja, der Opening Act. Ja, aber das ist Teil des Openings. Aber selbst dieser DJ war ja nicht gut. Nee. Also, kein Wunder, dass Moskau Bank überfallen muss. DJ kann da sein Geld nicht verdienen. Da kam Spanien. Ich finde die beiden süß. Aber irgendwie, also ich hab den Song ja vorher auch ein paar Mal gehört und ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Song so hoch anfängt, wie er ihn gesungen hat. Er hat sehr komisch angefangen. Der Herr Alfred. Da haben wir uns ja alle ein bisschen gewundert. Da war so ein bisschen Stimmung weg. Aber ich fand die beiden cute. Also ich hätte sie nicht auf den drittletzten Platz gepackt. Nee, sind es auch nur 23. geworden. Von 26. Geht ja sogar noch. Da hätte ich sie wahrscheinlich, vielleicht hätte ich sie dahin gepackt, weiß ich nicht. Aber ich fand die beiden süß. Da müsste ich zumindest nicht schämen. War nicht Do It For Your Lover mäßig. Wie letztes Jahr. Deine Meinung? Nächstes. Dann kam Slowenien. Willst du jetzt alle nochmal hier durchgehen? Ich kann einfach nur ganz schnell nochmal durchgehen, wie sie sich halt gemacht haben im Finale im Endeffekt. Nochmal die Endplatzierung durchsprechen. Gut, dann fangen wir einfach ganz oben an. Israel hat gewonnen, finden wir toll, yay. Ja, wir können ja zumindest so machen, dass wir erstmal jetzt die Big Five nochmal durchgehen. Okay, dann gehen wir die Big Five durch. Spanien haben wir, ich fand's cute, aber das war's. von der Running Order her war danach machen wir Big Six. Portugal, die ich vorher getippt habe, dass sie auf dem letzten Platz landen. Da hatte ich ja recht mit. Ich den Song auch wieder sehr, sehr langweilig fand. Next, please. Aber also muss man sagen, ich fand's auch eher. Sie ist letzte geworden mit 39 Punkten. Das ist. Also mit 39 Punkten sind andere Künstler schon ganz woanders gelandet. Das muss man einfach mal so sagen. Also, die ist ja auch nicht komplett untergegangen. Ja. Dann kam nämlich UK, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte, weil ich den Song so lala fand. Aber da ist was passiert, was ich sehr cool fand. Naja, was passiert ist, fand ich nicht cool. Aber das, was danach passiert ist, fand ich mega. Mir wurde nämlich währenddessen, kurz vor ihrem Refrain, ist einer auf die Bühne gelaufen, hat das Mikro geklaut und hat irgendwas da reingerufen. Also von wegen Nazi, UK, Media, bla. Hätte er nicht so genuschelt, hätten wir es wahrscheinlich auch verstanden. Hat man aber leider nicht. Aber sie hat danach einfach weitergesungen und die Zuschauer sind mega darauf abgegangen. Ja, die Zuschauer, die haben ja darauf eingestimmt, dass sie weiter singt. Die haben für sie quasi weiter gesungen. Ja. Das war cool. Das war wirklich cool. Und auch Graham Norton, der Kommentator der BBC, hat auch gesagt, das hat ihrem Auftritt wahrscheinlich auch sogar noch gut getan, weil sie danach so eine Wut im Bauch hatte, dass es richtig authentisch und gut rüberkam. Sie hat ja auch abgelehnt, noch einmal aufzutreten. Das stimmt. Fand ich auch besser so. Das hat ihr sogar einen Platz in meinen Top 10 verschafft, im Endeffekt. Ich fand den Song auch so gut. Also jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht für den letzten Platz. Ist es auch nicht geworden, aber wäre es vielleicht. Wenn das nicht gewesen wäre. Ja, ist 24. geworden. Hat aber auch, also 23 Punkte Jury, 25 Punkte Televote. Deutschland! Michael Schulte! Was waren wir stolz? Ja. Also wirklich. Sehr, sehr gut gemacht. Und hier muss man ja auch einfach mal anmerken, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wir sind bei allen gut angekommen. Jury hat uns viele Punkte gegeben, Televote hat uns viele Punkte gegeben. Uns mochten alle. Die Jury ein bisschen mehr. Endlich mal wieder. Aber auch Sechster bei den Televotes ist ja auch schon super. Am Ende Platz 4. Das war schön. Mal wieder ein paar Punkte zu sehen, mal ein paar Zwölfer zu bekommen. War aber auch ein sehr guter Auftritt. Hat er wirklich super gemacht.
das im Hintergrund, das mit den Bildern und so, das war auch ganz toll. Und auch für die Leute in der Halle sichtbar. Und auch für die Leute in der Halle sichtbar. So ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Drück nee, war alles auf gut. Die Tränendrüse. War alles top. Also verdienter Platz. Ganz hier. Allein, ganz allein, ganz allein, wenn ich wein. Und du hast daran nicht geglaubt im Vorentscheid. Ich hab's ich noch hab genau echt nicht geglaubt, dass der in die Top 10 kommt. Hätten wir da Vox Club hingeschickt. Ich hab gesagt, Vox Club würde länger in Erinnerung bleiben. Der Meinung bin ich immer noch. Ich nicht. Wenn wir irgendwann in 7 Jahren gewinnen, tritt nicht nochmal Michael Schulte als Intervall-Act auf, sondern wäre Vox Club aufgetreten, wenn sie dieses Jahr teilgenommen hätten. Der Meinung bin ich immer noch. Die wären eine ESC-Legende geworden. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Glaube ich fest dran. Vielleicht versuchen sie es nächstes Jahr nochmal. Ich hoffe es. Vielleicht kommt ja da hier Mike Singer. Italien. Gekonnt übergehen. Mike Singer ist. Kannst du weg. Ja, Italien. Ja. Song hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen und auch die Onscreen-Effekte fand ich nicht toll. Deswegen frage ich mich, wie es das Publikum geschafft hat, so viele Punkte da ranzugeben. Den Song fand ich aber auch schön. Italienisch ist auch einfach eine coole Sprache. Aber ich fand die Einblendung dumm. Da stimme ich dir gerne zu, fand ich jetzt auch nicht. Dass Italienisch eine sehr schöne Sprache ist, aber ich fand's nicht. Nee. Ich fand den Song nicht gut. Ich persönlich. Ich mag ihn nicht. Ich fand ihn halt ganz okay. So Mittelmaß bei mir. Aber die sind ja auch im Endeffekt hinter uns gelandet. Mit 32 Punkten Unterschied. Auf Platz 5. Und ein Platz vor uns gelandet ist fucking Österreich. Weil die nach Jury-Voting Erster waren. Und dann beim Televoting auf die Schnauze bekommen haben. Ich habe mir so auf deinen Kopf gefasst. Wie kann, war, wo, woher? Wir mochten den Song ja auch, so ist ja nicht. Aber ja, ist nee, halt so mega ist nicht, aber woher kommt das? Wie, es war nichts, es war jetzt ja auch nichts groß spektakuläres, specialhaftes dabei. Also, es war halt ein Song. Und ein schwarzer. Also, ich glaube nicht, es lag daran, dass er schwarz war, glaube ich nicht. Also, da war, also, ja. Wir haben uns alle gefragt, wo die Punkte herkommen. Ja, im Televoting kam sie ja auch nicht. Da kamen nämlich nur 71 Punkte. Aber hat für 2 Punkte gereicht, um uns vom 3. Platz hier zu stoßen, Arschloch. Platz 6 war dann die Tschechische Republik, die auch bei der Jury hart in die Mangel genommen wurden mit gerade mal 66 Punkten. Aber dann halt durch den Televote mit 215 Punkten da oben gestiegen sind. Also 66 Punkte sind ja jetzt auch nicht so. Also ich fand es auch erstaunlich wenig für Tschechien. Weil das ist auch wieder so ein. Den Song kannst du perfekt im Radio spielen. Also was hat die Jury gegen. Ja, aber das so sind wahrscheinlich wieder so alte Leute, die das in der Jury bestimmt haben. Italien war übrigens auch, kam komplett über den Televote. War Juryvoting auch nur 59 Punkte und Televoting dann 249. Und dann kam was, was mich ja, also was mir erstmal Angst gemacht hat, und zwar, dass Schweden so mega weit vorne war nach dem Jury-Voting mit 253 Punkten. Da warst du auf einmal so mega anti-Schweden, so, das habe ich schon vorher von dir überhaupt nicht so rausgekriegt. Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass ihr so weit vorne steht. Ich will also direkt ja, allen Hass auf Schweden kam da in der Voting, in der Voting-Phase. Weil da in dem Moment in den Top 10 nur Songs waren, die ich mochte, außer allein. Also wo ich halt gesagt hätte, okay, lass sie gewinnen, aber Schweden. Das war halt so, ich weiß nicht, ich finde, dieser Auftritt hatte nicht viel von Eurovision. Der hat sich selbst dargestellt. Das ist sehr gut, aber der ist dann ja auch beim Televoting, hat er gerade mal 21 Punkte bekommen. Angemerkt, 12 davon gaben von uns. Aus irgendwelchen Gründen. Geschmacksverirrten Deutschen. Ich habe nicht für ihn abgestimmt. Ich habe auch nicht für ihn abgestimmt. Alle Leute, für die ich abgestimmt habe, haben bei uns nicht mal Punkte bekommen. Außer das stimmt. Warte mal, doch Österreich. Habe ich ja auch 12 gewotet. Punkte kamen von uns. Ich war vor, wir hätten ihm die 12 Punkte nicht gegeben, dann hätte der fucking 9 oder 8 gehabt. Da wäre der als erstes aufgezählt worden. Sein Gesicht hätte ich gern gesehen. Ja, aber es wurde jemand anders als erstes aufgezählt und das finde ich eigentlich eine Frechheit. Das ist tatsächlich auch, das war auch traurig, und zwar Australien. Also das. Mit gerade mal 9. 9 Punkte für Australien im Televoting, also da habe ich, also da habe ich, so also ein bisschen habe ich da den Glauben an die Menschheit verloren. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. 9 Punkte.
Also der Song, also ich hätte jetzt auch nicht da hätten, weit vorne da gesehen, hätte an, ja, nee, aber da hätten andere Songs die 9 Punkte eher verdient gehabt als Australien. Das stimmt allerdings. Fand Estland ich wirklich sehr, sehr schade, das fand für ich auch die. Sehr schade. Estland das kam auf Platz 8, die war bei beiden beliebt, gleichermaßen. Da habe ich so Cascada-Flashbacks mit diesem, mit den schlechten Punktzahl und so ein geiler Song. Wie kann aber das nur sein? Aber ich glaube, es war besser als We Got Love. Cascada meinst du jetzt, oder was? Ja. Anscheinend ja nicht. Wir haben weniger Punkte gekriegt insgesamt, oder? Ja, mit anderes Cascada? Voting-System. Jawohl. Anderes Voting-System. Theoretisch könntest du dir das ja ausrechnen. Ja, Australien hat allein schon 90 Punkte von den Jurys bekommen. Was du bekommen würdest. Für Deutschland ungänzlich. Ja, eben. Da kam Dänemark, die auch 38 Punkte Jury-Voting, 188 Televoting. Die haben auch durch ihr Televoting ordentlich nach oben gestiegen. Da kam Moldawien, auf die habe ich so in die Top 10 geschafft, freue ich mich sehr drüber. Die waren auch bei Jury 94, Televoting 115, die waren bei beiden ganz okay. Da kam Albanien. Mein Herz ist geschlagen. Für 100, die haben 100, die waren besser bei der Jury. Die hatten 126 Jurypunkte und nur 58 beim Televote. Also haben sie eigentlich Glück gehabt. Dann kommt Litauen, die hatten auch 90, 91, da war alles gleich. Frankreich, die auch beim Televoting erstaunlich wenig hatten. Da bin ich auch von wesentlich mehr ausgegangen. Ich dachte, die werden auch irgendwie so eine Top 5, was Televotes angeht. Ich muss mal gerade was einwerfen. Ich habe doch gestern in der App nachgeguckt und da standen 12 Punkte Televoting von uns für Schweden. Ja. Das stimmt aber nicht. Warte mal. Wie Deutschland abgestimmt hat. 12 Ach so, unsere Jury hat 12 an. Alles klar, hier oben kann ja, okay, ich mal dann, auf Jury und Televoting. Dann kann ich Mike Singer dafür verantwortlich machen. Du dumme Fotze. Wir haben 12 Punkte für Italien gegeben, 10 für Israel, 8 für Tschechien. Unsere Leute mit Israel. 7 also gut, für Irland. Diesmal kann ich verstehen. 6 für Zypern, 5 für Österreich, 4 für Litauen, 3 für Dänemark, 2 für Ungarn, 1 für Großbritannien. Ukraine trotzdem nicht dabei. Dann gucke ich jetzt mal ganz kurz an, welche armen Schweine Australien ihre Punkte gegeben haben. Also wir haben, nämlich, guck mal, Australien hat nur drei Länder gehabt, die im Televoting für sie gestimmt haben. Das ist echt. 6 Punkte kamen aus Malta, 2 Punkte aus Dänemark und 1 aus United Kingdom. Das ist schrecklich. Schweden hat im Televote 7 Punkte von Dänemark, 1 Punkt von Russland, 4 Punkte von Litauen, 3 Punkte von Norwegen und ist das eine 1? Achso, nee, das war's. Nee, 2 Punkte von Aserbaidschan und 2 Punkte von Montenegro. Und 2 Punkte von Island. Ich kann ja nochmal, weil ich es gerade offen habe, unsere Televoting-Punkte, die wir bekommen haben, sagen, wir haben 12 Punkte von Dänemark und Niederlande bekommen. 8 von Irland, Island, Portugal und Albanien. Und 10 Punkte stehen hier gar nicht drauf. Okay, 10 Punkte von keinem Land. Danach nur noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber das auch sind halt ein paar Länder noch dabei. Ja. Insgesamt 136 Punkte. Kann man schon stolz drauf sein. Aber Frankreich fand ich schade. Also den hätte ich auch mehr Televoting-Punkte gegönnt. Bulgarien hatte auch wenig Televoting-Punkte danach. Auch nur 66. Norwegen hatte 84 Televoting-Punkte und 60 Jury-Punkte. Irland hatte sogar weniger Televoting-Punkte als Jury-Punkte. Und dann kam, ja, Platz 17, unser Vampirkönig. 11 Jury-Punkte, 119 Televoting-Punkte. Und das, obwohl er als erstes gestartet ist. Und auch dann, wie gesagt, danach, ich habe ja direkt nach dem Sieg von Netta auf YouTube geguckt, welche Auftritt wie viele Aufrufe hat. Und klar, sein erster Auftritt wurde als erstes hochgeladen. Trotzdem, er hatte 140.000. Danach kam eine ganze Weile erstmal nichts über 15.000 überhaupt. Nur Netta hatte mehr als 100.000 noch. Und Zypern hatte über 80.000. Aber ansonsten war da nichts über 20.000. Also sind auch richtig gut angekommen. Tja. Ja, aber Jury.
von der Running Order gefickt. Es war das dritte Jahr hintereinander. Ja, Running Order glaube ich nicht mal. Es ist ja eher die Jury doch gewesen, die es runtergezogen hat. Ja, von der Jury sowieso. Aber ich glaube, der hätte auch noch mehr Televotes abgestaubt, wenn er nicht als erstes gewesen wäre. Aber die Jury kannst du sowieso vergessen. Max Singer, Alter. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber habe ich doch vergessen. Na egal. Kannst du aufzählen, was in den letzten Jahren dein Lieblings- und dein Hass-Song gewesen ist? Ja, kann ich. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass es das dritte Jahr hintereinander war, wo derjenige, der im zweiten Halbfinale als letztes aufgeführt hat, im Finale als erstes aufgeführt hat. Ach so, okay. Das ist eigentlich schon ein Witz. Hass- und Lieblingssongs der letzten Jahre. Lieblingssong letztes Jahr war halt Weißrussland. Hass-Song. Nee, ich meine so insgesamt. Nicht Lieblingssong jedes Jahr, sondern... Ach so, Lieblingssong der letzten Jahre insgesamt. Melowin. Ja. Wenn das dieses Jahr mit reinzählt. Es ist Melowin. Ich glaube, ich war auch vorher noch nie so unfassbar begeistert von jemandem wie Melowin. Weil er auch ein Charakter... Der ist einfach cool, der Typ. Der steht auf und du denkst, ja, cool. Die ganze Luft verändert sich. Es wird eiseskalt. Und Hass-Song der letzten Jahre... Inzwischen kann ich Portugal-Siegersong nicht mehr hören. Aber den mochte ich ja letztes Jahr noch. Gab es denn irgendeinen Song, den ich wirklich nicht mochte, der weit gekommen ist wahrscheinlich dann? Oder weil sonst vergisst du die ja, weil die halt auch einfach nicht weiterkommen, weil jeder die nicht mag. Aber mir fällt gerade nichts ein. Also ich könnte mir vor, also... Mein Lieblingssong ist entweder noch Heroes von Schweden oder halt jetzt auch Ukraine dieses Jahr. Eins von beiden. Und Hass-Song, ja, ich denke mal, es wird bei mir auf Gewinnersong 2016 hinauslaufen. Wie gesagt, habe ich ja in letzter Zeit bemerkt, so scheiße finde ich den Song. Von was anderem habe ich nicht so krass schlechte Erinnerungen wie an das. Das hat sich halt auch wirklich in den Kopf gebohrt wie sonst was. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Irland, Schweden dieses Jahr, aber das, also Schweden noch nicht mal, aber Irland dieses Jahr, aber das lag ja wie gesagt auch nicht wirklich am Song. Na, den hast du sehr gehasst. Den habe ich wirklich sehr gehasst. Ich hatte auch wirklich, also ich glaube, das war der größte Glücksmoment für mich dieses Jahr, als die ihre... Dass die keine Jurypunkte bekommen haben. Und als Schweden die schlechten Televoting-Punkte bekommen haben. So, Serbien. Die haben auch 75 Televote-Punkte erschnorrt durch ihr ständiges in die Kamera halten ihrer Flagge. Das war sehr penetrant. Das war wirklich sehr penetrant. Dann halt Australien, das war traurig. Ungarn hat auch nur 65 Televote-Punkte. Aber immerhin 28 Jurypunkte. Slowenien hat auch nur 23 Televote-Punkte, aber 41 Jurypunkte. Spanien, kannst du vergessen. UK hat 23 Jurypunkte und nur 25 Televoting-Punkte. Ja, und Finnland. Dass Finnland so ganz weit unten gelandet ist, fand ich schade. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Da hätte ich eher sowas wie Serbien hingepackt. Und halt Portugal auf dem letzten. Das ist halt. Tja. Und wenn man jetzt die Punkte der anderen noch mit. Wenn man die Punkte des Semifinals zusammenzählen würde, wäre auf Platz 27 Rumänien. Und der ganz, ganz letzte Platz vom ganzen Contest wäre Island. Ja, zu Recht. So nett du auch bist, dein Song war scheiße. It's a choice we can make. Wie haben wir denn gestern den Song Contest erlebt? Wie haben wir den zelebriert? Wir haben den zusammen mit Rio geguckt. Später auch mit Christoph. Und wir haben uns den Abend versüßt mit ein bisschen Bingo. Ja, das wird das letzte Mal sein, dass wir so getrennt voneinander den ESC gucken. Erstmal. Ein Glück. Vielleicht kommt Rio auch mal zu Besuch. Noch. Ja. Rio hatte zuerst sein Bingo. Aber ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie
so multitasking-fähig bin ich nicht. Mich da so die ganze Zeit so drauf konzentrieren, was. Ich hab die ganze Zeit auf Thank You for a Wonderful Show gewartet. Was kein Schwein gesagt. Nee. Aber dafür waren viele Fontänen da. Also. Ja, die Fontänen waren super. Und Christoph ist ja erst bei der 6. oder so aufgefallen. Das war einer der dümmsten Momente für mich beim ganzen ESC dieses Jahr. Das ausgerechnet. Ich find's ja eh schon mal immer dumm, wenn sie A, ihre Punktevergabe so mega lustig gestalten müssen, indem sie irgendwas Falsches sagen als. Als Dingens. Und wenn sie es versuchen, spannend zu machen. Und dann auch noch, wenn Griechenland es versucht, spannend zu machen, während Zypern noch in der Competition ist. Weil wirklich jedes Baby wusste, wem sie die 12 Punkte geben. Und ausgerechnet sie hättest war, glaube ich, die gedacht, am längsten verzögert hat. Ganz ehrlich, also, ja, Griechenland hätte auch, also, es wär, Griechenland hätte auch ganz gut seine Punkte auch an Australien oder so geben können. Also, hätte ich jetzt schon mitgerechnet. Best Friends Forever. Oder vielleicht haben sie es ja, ich glaube, die haben es außerdem fast Portugal gegeben, weil sie gedacht haben, die singen in Griechisch. Ja, also es war von vornherein klar, deswegen habe ich es auch in unser Bingo mit reingenommen. Griechenland, 12 Punkte nach Zypern. Ja, andersrum ging ja leider nicht. Andersrum ging nicht. Ja, und jetzt ist die Frage, wo findet es nächstes Jahr statt? Ich denke mal... Der Herr Netanyahu will es ja unbedingt in Jerusalem austragen. Wenn es nicht besser wird da, denke ich mal, könnte es auch sein, dass es in ein anderes Land ausgelagert wird. Und wenn und anderes Land heißt in den meisten Fällen wir. Na. Doch, also wir sind top, wir sind die erste Ansprechpartner für, wo lassen wir den Contest stattfinden. Ist wirklich so. Wurde auch schon mehrmals in Interviews bestätigt. Ich denke mal, da werden sie... da ist natürlich die Frage, wie viele ESC-Fans gibt es in Israel? Ich glaube schon einige. Weil ich glaube, der Veranstalter möchte da schon Nähe zu Israel bewahren. Weil das ist ja schon ein Stück weg. Muss man einfach so sagen. Deutschland ist ein Stück weg. Aber die Leute, die da in der Nähe sind, haben alle kein Geld. Und die denken sich, okay, wenn wir den Scheiß schon nicht gewonnen haben, lassen wir das auch nicht veranstalten. Ja, das, Geld und wo soll es stattfinden, sind ja nochmal zwei andere Sachen. Also ich denke mal, nee, Israel die hängen wird so hat von nah beieinander. Ich denke mal, Israel wird. Warum das denn? Weil sich kein Land dann sagen würde, yo, lass das bei uns stattfinden, wenn wir nicht die Pflicht dazu haben. Ich glaube, so dumm sind die nicht. Vor allem nicht die kleinen Länder. Die haben halt kein Geld für die Scheiße. Und wenn ich glaube, auch Israel wird nicht viel Geld dafür haben. Ja, aber die, ich kann es ja doch, also so nach dem Motto, okay, wir haben gewonnen, jetzt veranstalten wir das, ist was anderes, als wir nehmen das von irgendjemand anderem. Und deshalb sage ich ja, Berlin oder UK wird es sein am Ende. Wenn es, oder Israel halt. Aber wenn es woanders stattfindet, wird es in Berlin oder UK stattfinden. Oder, weiß ich nicht, Düsseldorf, ist mir egal. Deutschland oder UK, würde ich sagen. Weil wir es uns leisten können. Und wir sind mitten in der Mitte, also zu uns kommen alle hin. Einigen wir uns auf einer von den Big Five, vielleicht. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da sind wir am besten aufgestellt, die Briten wahrscheinlich mit auch. Obwohl die so oft letzter waren oder weit hinten waren, dass sie da noch so viel Geld rausballern. Für den Scheiß. Der machen wir doch auch. Ja, aber bei uns, ich weiß nicht, wie unsere Bilanz vor 2008 war. Die haben öfter gewonnen als wir. Ja, aber auch nur wegen hier. Und die letzten Jahre waren sie doch auch besser als wir. Wie heißt der eine? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ist ja auch egal. Ah, schade, dass die schönste Woche im Jahr schon wieder vorbei ist. Das stimmt. Das ist wirklich schade. Schade. Aber jetzt können wir uns schön auf die WM freuen. Geht nämlich einen Monat los. Kannst du doch mal stark für Deutschland jubeln. Juhu. Ich jubel richtig mit. Yay. Ja, dann war es das, glaube ich. Oder haben wir noch irgendwas, was... Habe ich noch was? Hm.
Nö. Ja, dann war's das für diesen Special-Podcast zum ESC. Hat der Podcast hat auch Spaß gemacht. Danke dafür, Rico. War gerne. Kann man auch schon mal ein bisschen sein Herz aussprechen. Ja, ich habe mega viel Bock auf nächstes Jahr. Wie immer. Und für uns geht's, also das heißt nächstes Jahr, es geht ja schon mit Albanien im Dezember los. Ach so. Mit deren Vorentscheid. Oh Gott. Die sind ja immer die Ersten. Ja, du musst das für mich managen. Ja, ja, mach ich schon, kein Problem. Ja, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr die anderen Episoden vielleicht auch noch mitguckt. Die haben zwar nicht ganz so viel mit Musik und Performance und sonst was zu tun, aber wir sind trotzdem toll. Internetseite. Unsere Internetseite könnt ihr unterreichen unter dein Auftritt. Warum meiner? Weißt du die nicht? Ja, oder weil was? Ich. Doch, weiß ich, aber du sollst sie jetzt sagen. Waterfall-rising.de. Das ist so, kennst du nicht diese berühmte Aufgabenteilung? Das ist, das weißt du, das sind weg die Sinne der Zuhörer, weil ich dann denke, da hat jemand anderes gesprochen. muss ich jetzt zuhören. Mhm. Genauso funktioniert das. Auch gerne ja, jedenfalls, Kommentare da lassen. Genau, gerne Kommentare da lassen. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.